Guten Tag, freut mich sehr, dass ich Sie jetzt vielleicht mit meinem Vortrag ein bisschen in die vierte Dimension führen kann. Was macht Airbus? Wie stellt sich Airbus das Thema Mobilität in der Zukunft vor und in welche Richtung sehen wir die Technologien, die sich jetzt entwickeln, die sich gerade auf dem Thema entwickeln? Heutzutage, denke ich, sind wir im autonomen Bereich von Flugzeugen so weit, dass Sie heutzutage in Airbus einsteigen können, von A nach B fliegen können und der Pilot nicht wirklich gefordert ist. Das kann er. Er kann mit Instrumenten ran, weil er ist automatisch landen. Er fliegt sowieso mit Autopilot von A nach B und Take-off ist auch im Prinzip machbar. Im militärischen Bereich sind wir schon gar noch wesentlich weitergekommen mit autonomen Systemen. Hier sind Themen wie künstliche Intelligenz schon lang Stand der Technik. Wir fliegen autonome Missionen mit automatischer Image-Processing, Objekterkennung, automatische Identifikation und Zielverfolgung. Das sind Themen, die können Drohnen heutzutage und das sind Technologien, die haben wir auch im Portfolio. Die Frage stellt sich, wenn ich jetzt auf meinen Vortrag komme, wie stellt sich denn die Zukunft denn dar? Was kommt da auf uns zu? Und ich denke, ein Aspekt, den ich heute partiell schon angehört hat, ist es natürlich dies, dass wir, Sie sehen hier ein Bild der Welt und den Luftverkehr, den es so gibt. Und das ist der kontrollierte Luftverkehr, mit dem wir es heute zu tun haben. Das heißt eigentlich weitreichende Flieger, die weite Strecken fliegen. Zukünftig wird sich erheblich ändern. Die Europäische Kommission hat im CESA eine Studie herausgegeben, die sagt, wir werden es in 2025 mit 400.000 Drohnen in Europa zu tun haben, die professionell für Drohnenservices eingesetzt werden. 400.000. Und diese Drohnen werden in Lufträumen operieren, die derzeit überhaupt nicht kontrolliert sind. Das heißt, wir haben es mit einer dramatischen Herausforderung zu tun und die Frage stellt sich, wie geht man mit dieser Herausforderung um? Und wie stellt man sicher, dass auch die Systeme sicher sind, aber die sich auch in ihrer Umgebung sicher bewegen? Das heißt, wir haben es also nicht nur damit zu tun, dass wir jetzt uns überlegen müssen, wie fliegt man mit Drohnen eine Mission ab, sondern auch, wie koordiniert man diese Missionen mit all den 400.000 anderen Drohnen, mit General Aviation, also die normalen Flugzeuge, die Helikopter, die in den Bereich fliegen, oder auch mit den Airlinern, die eben ihren Verkehr machen. Und speziell im niedrigen Bereich wird eine massive Änderung auf uns zukommen, die nicht reguliert ist derzeit. Wir haben keine Standards und Airbus macht hier eine ganze Menge Aktivitäten, weil wir sehen für unsere zukünftigen Produkte, dass dieser Bereich geregelt sein muss. Wir machen in Singapur einen Versuch mit Cargo-Drohnen. Wir fliegen jetzt die nächsten 2-3 Wochen das erste Mal Live-Demonstrationen in der Stadt, Cargo-Deliveries in Städten in Singapur. Bloß das ist nur ein erster Schritt. Hier wollen wir überlegen, wie geht es mit Frequenz Regulation, wie schaut es mit der Kommunikationsabdeckung ab, welche Anforderungen muss man an die Drohne haben, dass sie nicht jemand auf den Kopf fällt, ne? Und so weiter und so fort. Das sind Probleme, mit denen wir uns bedenken und ich gebe Ihnen ein paar Hausnummern, einfach um so ein Gefühl zu kriegen. Wenn man mit Logistikern spricht und wir haben Kontakt zu vielen von denen, was stellen Sie sich vor? Die meinen 10.000 Pakete am Tag ausliefern. Das wäre so eine Hausnummer, die sinnvoll ist. Wenn Sie sich das überlegen, was das umgesetzt bedeutet, 10.000 Pakete auszuliefern, dann spricht man da von ein paar hundert Drohnen, die Sie brauchen. Gleichzeitig wird es dazu führen, dass Sie in jeder Sekunde 5, 6 Take-Offs und Landings haben. Das ist eine Zahl, die mit derzeitigen Technologien, die wir im zivilen Luftverkehr haben, überhaupt nicht mehr managebar ist. Das heißt, die Autonomie, von denen wir sprechen und das Thema Cyber Security, wird nicht nur auf den eigentlichen Plattformen betroffen sein, sondern die gesamten Systeme, die für die Regelung dieses Luftverkehrs zuständig sind, werden in diese Autonomiekette end-to-end eingebunden sein. Wie stellen Sie sich die Luftraumüberwachung in den Bereichen vor? Wie fliegen Air-Taxis oder Cargo-Drohnen in den Cities und überwachen, dass die Drohnen alle dort sind, wo sie sein sollen? Sie wissen, sie haben nicht überall Radarabdeckung, sie haben nicht überall GPS-Empfang, sie haben nicht überall LTE-Communication in der notwendigen Konfiguration, Notwendigkeit. Das sind Probleme, mit denen wir kämpfen. Und was ich wollte, ist hier ein bisschen ranführen, auch auf das Thema Cyber und Cyber-Security. Stellen Sie sich vor,
Sie fliegen mit ein paar hundert Target-Drohnen in so einer City und sie machen eine Cyberattacke, die sie und stören das System. Das System kann, anders wie wir im ersten Vortrag gehört haben, sind dezentral intelligent, aber sie können nicht stehen bleiben, wenn da was passiert ist. Die müssen sicher landen. Beim Fliegen ist es nicht ist sicheres Landen die schwerste Phase im gesamten Flug. Dort müssen die meisten Systeme funktionieren. Das heißt, wir können nicht einfach jetzt sagen, okay, wir bringen alle Systeme am Boden, weil die, je nachdem, wo sie sind, mitunter gar nicht landen können. Und Cyberattacken auf dem Gebiet mit der Vielzahl von Aktivitäten werden eine richtige Herausforderung darstellen. Lufttaxis ist ein Thema, das steht vor der Tür. Wir haben unser System Vahana, das ist oben rechts abgebildet. Das ist eine Drohne, die designt ist, eine Person von A nach B zu fliegen, und zwar autonom. Ist nicht pilotiert. Die Leute steigen ein und sagen, ich will dorthin fliegen, und die Drohne fliegt dorthin. Das ist Vahana. Zukunft, wir haben den Erstflug, die ersten Engineering-Flüge schon heuer gemacht. City Airbus, was unten abgebildet ist, ist eine Drohne, die wir in der Entwicklung haben, zusammen mit Siemens, für die Elektroantriebe. Ist dafür gedacht, 4 Personen in großen Städten zu transportieren. Personaltransport, Airtaxis. Die wird zu Beginn pilotiert sein. Das Ziel und die Technologien, die wir arbeiten, ist unpilotiert. Einfach um das Business größer zu machen. Ja, wenn ich 4 Personen transportieren kann, ist es besser wie 3. Das heißt, die Technologien, die wir hier arbeiten, heißt, wir müssen solche Systeme sicher transportieren können. Hausnummern, Simulationen, die wir gemacht haben für Megacities, heißen, wir können mehrere hundert von diesen Airtaxis sehen. Wenn man nur eine Annahme macht, es wären 100, dann können Sie davon ausgehen, dass ungefähr 1000 Take-off and Landings in der Stunde stattfinden. 1000. Das müssen Sie erstmal beherrschen können und organisieren können. Wenn Sie jetzt hier in die Cyberwelt reingucken und sagen, Sie können das attackieren und dort irgendwelche besetzte Heliports oder so vorgaukeln oder Drohnen visualisieren können, die gar nicht da sind, als virtuell, die aber als tatsächlich vorhanden wahrgenommen werden, dann kann es sein, dass die Drohne nicht mehr landen kann. Und dann passieren Katastrophen. Das heißt, das Thema Cyber Security in dem Umfeld ist ein signifikantes Problem, neben den ganzen technologischen Problemen, die wir ohnehin haben, solche Systeme all elektrisch zu bauen. Also die reinen Technologien, um plattformzentrische Lösungen zu bauen, das heißt, eine Drohne zu bauen, die sicher fliegen kann, das ist das eine Problem. Aber dann in ein Umfeld zu fliegen, das dann eben cyber secure ist, das ist ein Problem, da wo wir davon ausgehen, dass die Planungstools, die Überwachungstools komplett automatisiert werden. Anders ist nicht mehr machbar, und zwar schlicht aufgrund der Quantität oder der Anzahl der Objekte und der Flugbewegungen, die wir haben werden. Bei 100 Drohnen gehen wir davon aus, dass 50 bis 60 Drohnen permanent über der Stadt fliegen. Unterwegs sind. Die fliegen so mit knapp 200 Kilometer in der Stunde über die Städte. Ja. Wenn Sie sich vorstellen, in New York dürfen es, glaube ich, heutzutage mit 5 bis 10 Hubschraubern gleichzeitig sind, und wir sprechen jetzt von 100. Ja, also die richtig schnell unterwegs sind. Und dann müssen Sie das aber auch noch so kontrollieren können, dass das alles kollisionsfrei ist. Dass die Intruder, die reinfliegen, ohne ihre Berechtigung zu haben, dass sie denen ausweichen können. Sobald einer von denen ausweichen muss, müssen alle ausweichen. Wie verteilen sie diese Information? Umgekehrt, wenn sie eine Cyberattacke machen, wie kriegst du die Information, dass das jetzt eine Cyberattacke ist, in die Systeme rein, ohne die Gesamtverkehrslage zu gefährden? Das sind Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Wir machen hier auch massive Simulationen zum gesamten operationellen Ablauf. Und wie das geht, oben sehen Sie ein Bild, das ist die Technologie, die wir gerade in Singapur erproben.
Dort werden dann Flugkorridore identifiziert, in denen man dann von A nach B entsprechend die Parcels deliveren kann. Das können Sie sich vorstellen, dass das dann ein richtiges Netzwerk wird. Je mehr Parcel Delivery Stations das Sie haben, umso dichter ist das Netzwerk, an dem Sie fliegen, desto mehr Drohnen können Sie operieren und desto größer wird das Problem insgesamt, das auf uns zukommt. Und last but not least, wir haben keine Lösung für das Cyberproblem. Also das wirklich end-to-end das Thema angeht. Aus dem militärischen Bereich wissen wir, wie wir mit Cyber umgehen müssen. Das wird reindesignt in das Gesamtsystemlösungsansatz. Aber in diesen vernetzten Systemlösungen, da wo wir wirklich in Echtzeit mit Operations-Centern arbeiten, koordiniert gleichzeitig in der Mission neue Ziele vorgegeben kriegt und so weiter und so fort. Hier haben wir derzeit meines Erachtens stehen wir an den frühen Anfängen von der Systemlösung und das gilt es eben auch zu erarbeiten und die Technologien und auch teilweise Forschungsarbeiten sind hier notwendig. Wir beschäftigen uns auch mit Technologien, die da im Bereich von Blockchain sind. Blockchain, ich sage mal, sind wir auch aktiv. Andererseits habe ich da ein paar Gespräche schon geführt. Ich sage mal, wenn jetzt die Quantencomputer um die Ecke kommen, wie sicher sind dann unsere Blockchains noch? Und vielleicht sollte man dann die Bitcoins wieder umtauschen. Ne? Also so weiter. Okay, das war eigentlich so mein Vortrag. Ich wollte das bloß als Impulsvortrag gestalten, um Ihnen mal darzustellen, okay, mit welchen Problemen das wir zu kämpfen haben, um hier in neue Felder reinzukommen. Und es ist noch eine Menge Arbeit vor uns und demzufolge auch Normungsarbeiten, die voranstehen.